Hallo zusammen. Heute zeige ich euch einen ganz schnellen Kuchen, der ultra lecker ist. Und die einzige Zutat, die man eigentlich nicht in meinem Hause hat, ist eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal. Wenn man den im Kühlschrank hat, ist man gut bedient, weil dann geht es nämlich ganz schnell. Dann braucht nämlich nur etwas Marmelade draufgestrichen werden und ein Streuselteig gemacht werden und schon geht's los. Wenn man dann noch in der glücklichen Lage ist, etwas Kuvertüre oder etwas Schokolade zu haben, dann kann nichts mehr schiefgehen. Also jetzt viel Spaß beim Video. Für den Pressekuchen braucht ihr eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal, 220 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter oder Margarine, etwas Vanillezucker und optional Marmelade. Ich nehme immer meine selbstgekochte, die ist nicht so süß. Sie sollte auch nicht zu süß sein. Was ihr optional noch in den Streuselteig reinmachen könnt, wäre gemahlene Mandeln oder gemahlene Haselnüsse, was man eben oft für Streuselteig benutzt. Ich mache das jetzt nicht, aber ich nehme ein bisschen Marmelade drunter. Ich habe jetzt gerade zwei Gläser im Anbruch. Ich schaue mal, wie viel ich da brauche, um das so ein bisschen dünn einfach auf den Blätterteig drauf zu streichen. Gut, als erstes würde ich damit beginnen, die Butter oder in meinem Fall Margarine ein bisschen zu schmelzen, damit die ein bisschen weicher ist. Die kommt direkt aus dem Kühlschrank und werde dann das Mehl mit dem Zucker und etwas Vanillezucker und der Margarine verrühren, sodass Streusel entstehen. Die Streusel habe ich jetzt schon fertig gemacht. Die Marmelade habe ich jetzt hier drauf gekleckst auf den Blätterteig. Bei dem Blätterteig aus dem Kühlregal ist ja das Backpapier immer schon drunter. Das ist also schon sehr komfortabel. Und ich sehe schon, die Marmelade reicht auf jeden Fall. Man kann da auch jede andere, also ich habe jetzt Pflaumenmarmelade genommen, weil die jetzt gerade im Anriss war. Ich hätte auch noch Blaubeer gehabt. Also ja, ich glaube, da kann man an der Auswahl der Marmeladen sehr, also man kann eigentlich fast jede nehmen. Außer vielleicht, ja, Erdbeermarmelade wird vielleicht schon von sich aus ein bisschen sehr süß sein. Aber das muss man dann halt ausprobieren. Oder man nimmt eben gar keine Marmelade drunter. Schmeckt auch. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt brauche ich nur noch den Streuselteig drauf verteilen. Den Backofen habe ich übrigens schon auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Der ist schon gleich fertig. Also was heißt fertig? Der ist dann schon gleich vorgeheizt. Und dann geht das Ganze gleich für etwa 20 Minuten in den Backofen. So, das ging doch jetzt wirklich fix. Also diesen Kuchen kann man wirklich, wenn man, also Mehl und Zucker, da gehe ich doch mal davon aus, dass man das immer im Haus hat. Butter oder Margarine hat man auch immer da. Und wenn man schnell eine Rolle Blätterteig kauft, bei uns ist die öfter mal im Kühlschrank, so auf Vorrat, sag ich mal. Dann hat man so einen Kuchen doch schnell gemacht. Jetzt geht er noch für 20 Minuten. Ich drücke das mal hier so ein bisschen fest. Noch für 20 Minuten in den Backofen und dann ist er schon fertig. Wenn man möchte, kann man hier auch noch Mandelplättchen drauf verteilen. Was ich ganz gerne hinterher immer mache, wenn die Zeit nicht ganz so drängt, ist nach dem Erkalten noch so ein bisschen Kuvertüre drauf spritzen. Also nicht großflächig, sondern einfach nur ein bisschen Kuvertüre erwärmen und dann so Schlängellinien drauf machen. Das sieht dann auch noch ganz hübsch aus. Das überlege ich mir nachher noch, wenn er erkaltet ist, ob ich das noch mache. Das ist natürlich dann hinterher, die Schokolade muss auch noch wieder fest werden. Also wenn man relativ fix Gäste erwartet, dann wird das nichts mehr mit der Schokolade. Gut, er ist jetzt fertig, geht jetzt für 20 Minuten in den Backofen und dann zeige ich ihn gleich fertig. So sieht der Kuchen aus, wenn er aus dem Backofen kommt, schön knusprig.
Und jetzt habe ich mich doch entschlossen, noch ein bisschen Kuvertüre zu wärmen. Ich hatte noch so ein kleines Stückchen, habe ich in einen kleinen Gefrierbeutel gegeben, in warmes Wasser gelegt und das war jetzt ruckzuck aufgewärmt. Und jetzt gehe ich einfach nur so mit wildem Muster hier so ein bisschen drüber. Ja, hier scheint noch ein kleines Bröckchen zu sein. Das ist jetzt die Öffnung verstopft. So. So, eigentlich reicht das schon perfekt. Und jetzt kann der Kuchen erkalten und ist fertig zum Verzehr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken.